fanden Sie es? Super. Also, bis jetzt sind wir ganz begeistert, ganz toll. Mir hat es sehr schön gefallen. Ich fand das Bühnenbild sehr schön. Auch die ganze Räumlichkeit sehr, sehr passend zu der Aufführung. Ich fand das alles sehr stimmig. Und was mir besonders gut gefallen hat, dass der ganze Spaß, den die Jugendlichen bei dem Tanzen haben, wirklich rübergekommen ist. Die Tänzer sind geil und gut. Die Choreografien sind auch gut. Ja. Würdet ihr gleich mittanzen? Wenn man es kann, ja. Klar. Aber ich glaube, ihr hättet ja nicht. Komm und zieh dir das jetzt rein. Du fühlst dich nie wieder ganz allein. Ich brauch nur ein Beat, dann kann ich rein. Ich höre diesen Beat für mich dann. Komm. Und zieh dir das jetzt rein. Du fühlst dich nie wieder ganz allein. Ich brauch nur ein Beat, dann kann ich rein. Ich höre diesen Beat für mich dann frei. Von dem ganzen Publikum zu tanzen war halt schon so ein Gefühl. Ja. Würdet ihr das nochmal machen? Auf jeden Fall, ja. Ja, weil es hat schon Spaß gemacht. Ja, also es war super. Also es hat eigentlich voll gut geklappt. Ja, und wir tanzen auch nochmal. Also die Idee, das ist bei mir immer so, die ganzen Schüler, die ich habe, dann gucke ich, was die können und dadurch kam die Idee. Also jeder Tanz ist so gestaltet, dass die Schüler ihr Bestes geben können. Genau. Und eine Schülerin von mir hat halt eine Band, die singt und dann habe ich das insgesamt als Geschichte zusammengefasst. Also alle Tänze, die ich gemacht habe und auch Tänze von dem amerikanischen Star-Choreografen-Programm, das ich mache, so als Geschichte zusammengefasst. Wie viele Tänzer waren es denn insgesamt? So circa 70. Und welche Altersgruppen? Von 9 bis 30. Also bis jetzt hat es uns sehr, sehr gut gefallen. Wir sind ja aus Chemnitz. Und sind also Gast hier und fanden es sehr schön, muss ich sagen. Tochter bestimmt auch. Ja. Ich finde es phänomenal, zum einen, was so auf die Bühne gebracht wird. Wirklich, also die Vielfalt, ne? Wir haben Gesang, wir haben Rap, wir haben also richtig, wirklich ausdrucksstarken Tanz. Ne? Es ist auch die ganze Bandbreite da. Ich bin absolut positiv überrascht, muss ich schon sagen. Wie finden Sie es? Ich bin aus Bochum hierher gekommen und bin völlig begeistert, was die Jugendlichen hier auf die Bühne gestellt haben. Einfach auch vom Gruppendynamischen sehr spannend und wirklich super Tänzer dabei. Ich bin die Hanna Höchst und bin 15 Jahre alt und singe und tanze. Ich bin Anita Merkel, bin 16 Jahre alt und spiele Gitarre und singe. Ich bin der Mario Gwiazdowski, bin 14 und spiele Schlagzeug. Ja, ich bin der Frank Lichert, bin 17 und bin Keyboarder. Ja, ich bin der Marcel Möglich, bin 16 und bin auch Keyboarder. Seit wann seid ihr jetzt schon zusammen? Ja, wie gesagt, in der Konstellation schon seit einem Jahr. Und hoffen wir, dass es noch weiter bleibt. Ihr schreibt die Lieder selber oder covert ihr? Beides. Wir machen beide. Also wir schreiben sie selber und covern. Kommt darauf an, wie lange wir spielen sollen. Und wie gesagt, wenn das länger sein soll, covern wir und mixen mit ein paar eigenen Liedern. Wie kann man euch erreichen, wenn man jetzt eure Musik heute Abend so toll fand? Ja, also auf jeden Fall wäre der nächste Freitag jetzt zu erwähnen. Da machen wir eine Release-Party von unserer neuen CD bei uns in Steindorf. Und ansonsten auf unserer Homepage, das wäre taxi-hessen.de.tl.
jemand dabei, der aus der Verwandtschaft oder von Freundeskreis, der mittanzt? Ja, meine Tochter, die Lara. Und sie gefällt mir sehr gut. Ja, sind Sie stolz? Sehr stolz. Muss ganz ehrlich sagen, bin sehr überrascht über die tolle Aufführung. Ja, also ich bin jetzt von der Nana, von der Hauptdarstellerin, eben die Tante, Patentante. Klar, ich denke, die meisten, die kommen so hierhin, ne? Dass sie das rumgesponnen hat oder dass das Verwandte sind. Aber wir haben auch dann mitgezogen. Wir haben auch gesagt, Mensch, kommt mal mit. Also das ist schon super, was die da machen. Und ich finde es einfach toll. Wie hat es Ihnen heute Abend gefallen? Ja, sehr gut. Also wir waren begeistert, vor allen Dingen von manchen Tänzern. War wirklich professionell. Sehr gut. Die vielen Tänze, die Bewegungen, es war sehr schön. Dass die Kinder sich das alles so merken können, genial.